Hallo Camper, unsere Zeit in Spanien geht langsam zu Ende und wir treten die Rückfahrt an. Wir verlassen den Campingplatz Alicante Imperium und steuern die AP7 an, die ja bis in den Bereich ungefähr von Alicante inzwischen kostenfrei ist, um dann wieder Richtung Norden zu fahren. Unsere erste Etappe soll uns wieder zum Stellplatz Spätzle Fritz führen. Das sind von hier aus, von dem Campingplatz, etwas über 300 Kilometer. Also eine Strecke, die stressfrei zu bewältigen ist. Wenn man hier vom Campingplatz runterkommt, da sind wir, wie gesagt, links abbiegen. Das geht nicht, da hat man inzwischen einen Fahrbahnteiler eingebaut. Also fahren wir rechts rum. Man weiß ja, in Spanien inzwischen alle Nase lang kommt ein Kreisel. Wir sind also rechts runtergefahren bis zum Kreisel, haben da gedreht und sind dann wieder zurückgefahren. Kommen jetzt über die Strecke, wie wir auch nach Villa Rosa hineingefahren sind, um den Campingplatz aufzusuchen. Die gleiche Strecke fahren wir wieder zurück. Das ist hier diese etwas engere Straße, die aber eine Durchgangsstraße ist. Hier links geht's nochmal ins Zentrum mit den Einkaufsmöglichkeiten. Wir sind jedenfalls den Schildern wieder gefolgt und haben uns auf den Weg gemacht nach Spätzle Fritz. Wir haben ausschließlich die AP7 benutzt und sind da auch gut wieder durchgekommen. Wir haben natürlich wieder Benidorm passiert auf dem Weg Richtung Norden. Hier nochmal ein paar Bilder von der Autobahn aus. Man sieht, es ist nicht viel los, so dass wir dann zügig und problemlos unser Etappenziel Spätzle Fritz erreicht haben. Der Platz war, als wir eintrafen, da noch kostenlos. Wir haben jetzt gehört, dass inzwischen auch, wenn man da was isst in der Gaststätte, ein Preis von 5 € für die Nacht erhoben wird. Das können wir jetzt, wie gesagt, nur hier angeben durch Hörensagen. Selber haben wir da noch keine Erfahrung gemacht. Wir haben unser Etappenziel erreicht, waren da auch abends wieder essen, haben mit zwei anderen Pärchen an einem Tisch gesessen und uns unterhalten und haben dabei erfahren, dass eigentlich alle, die man so ansprach, auf dem Weg Richtung Süden waren und nicht wie wir auf dem Weg Richtung Norden. Die Großzahl von denen, die jetzt Richtung Süden fuhren, haben eingeplant 5 Monate Überwinterung in Spanien. Wir selbst sind dann erstmal tanken gefahren, bevor es wieder auf die Autobahn ging, sind dann nach dem Tanken erstmal weiter über die N340 an der Küste entlang Richtung Norden gefahren. Die N340 lässt sich gut Richtung Norden nutzen. Es dauert natürlich trotzdem etwas länger, als wenn man jetzt über die Autobahn direkt wieder fährt. Aber dafür haben wir es dann landschaftlich etwas schöner gehabt. Auf der Strecke passieren wir dann ja auch den Bereich des Ebro-Deltas. Das war dann doch schon interessant, wie breit der Fluss an der Stelle dann schon ist. Ein paar Kilometer versetzt an der Autobahn ist das ja nun nicht in der Breite zu sehen, wie es dann an dieser Stelle ist. Wir passieren jetzt hier gerade diesen Bereich, was schon alles zum Ebro-Delta mit zählt. Man kann rechts die Wasserflächen sehen. Sind allerdings aber auch künstlich angelegte Bassins da, das muss man schon sagen. Wir folgen also der N340, bis wir wieder zur Autobahn kommen. Da sind wir dann wieder auf die AP7 gefahren in Richtung Norden. Der Verkehr ging. In Barcelona wurde dann natürlich dichter und wir haben auch zwei kleinere Staus gehabt, aber die waren, was den Zeitverlust anging, zu vernachlässigen. Wir sind also insgesamt auch von Spätzle Fritz aus Richtung Norden durch Barcelona zeitlich gut durchgekommen.
Unser Ziel war Playa de Haro. Da wollten wir noch ein paar Tage verbringen. Wir waren am Freitag unterwegs und mir persönlich war klar, dass wir Playa de Haro selbst erstmal auf den kostenfreien Stellplatz nichts finden werden, weil Playa de Haro an Wochenenden von den Spaniern sehr stark besucht wird und auch von dort viele mit Wohnmobilen unterwegs sind, sodass in Playa de Haro doch der Parkraum für Wohnmobile sehr stark eingeschränkt ist. Wir hatten die AP7 dann an der Abfahrt 9, die ist ausgeschildert mit Lorette, verlassen und sind dann über die C35 und C31 in Richtung Playa de Haro gefahren. Wie gesagt, den kostenfreien Stellplatz habe ich gar nicht erst nachgesehen, sondern bin dann schon vorher am Ortsrand entlang gefahren, um dann in Richtung Strand zu kommen, den wir dann am Hafen entlang erreicht haben. Hier sind wir auf der breiten Zufahrt. Hier rechts, ging es zu einem Campingplatz. Die Campingplätze in Playa de Haro waren zu dem Zeit bereits alle geschlossen. Gern hätten wir einen aufgesucht, aber das, wie gesagt, war nicht möglich. Zur Verfügung steht eigentlich nur dieser eine kostenfreie Stellplatz, aber da braucht man am Wochenende nicht nachgucken, ob da was frei ist. So fahren wir also hier in Richtung des Strandes. Ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen. Wir haben hier so ein Gewerbezentrum mit Geschäften, also keine Industrie, sondern Lidl, Decathlon, Aldi. Das ist alles konzentriert hier an dieser Stelle untergebracht. Jetzt kommen wir in Kreisel. Links raus ist gleich die örtliche Polizei und wir fahren gegenüber weiter. Das ist die Straße, die dann entlang des angelegten Hafens zum Strand führt. Wir hatten uns verabredet und zwar haben wir Taxen-Theo hier wieder getroffen. Die waren schon einen Tag vorher in Playa de Haro angekommen und haben da schon einen Platz am Strand eingenommen gehabt. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Das ist nichts, wo man übernachten sollte. Ich denke, das würde nicht akzeptiert werden. Aber wenn man sich da mal ein paar Stunden mit dem Wohnmobil an den Seitenstreifen stellt, in dieser Jahreszeit, also Nebensaison am Strand, ist auch nichts los, ist das unkritisch und wird auch akzeptiert. So, wir nähern uns jetzt dem Strand. Man sieht hier und da auch schon mal in diesem Bereich ein Wohnmobil stehen. Das sind zumeist dann Spanier gewesen. Der Hafen ist ja 1990 angelegt worden. Vorher gab es da nichts. Der befindet sich hier rechts. An dem fahren wir also entlang, kommen jetzt auf so ein kleines Pinienwäldchen zu und dahinter liegt dann gleich der Strand von Playa de Haro, der etwas über 2 Kilometer lang ist. Ist einer mit der größeren Strände, die es an der Costa Brava gibt. Hier links ist ein Campingplatz, der hat natürlich auch schon geschlossen. Den hatten wir im Frühjahr mal vorgestellt. Da hatten wir da ja 10 Tage zugebracht gehabt. Direkt am Strand hatten wir einen Stellplatz kriegen können. So, hier fahren wir jetzt also auf den Strand zu. Für PKW gibt es genug Parkraum. Diese ganze rechts gelegene Bereich unter den Pinien ist Parkraum für Kraftfahrzeuge, die nicht über eine bestimmte Höhe hinausgehen. Die Höhenbegrenzung liegt dabei bei etwas über 2 Meter. Man kann das hier rechts sehen, da hat man dann auch Höhenbegrenzer eingebaut, so dass da wirklich nur die kleineren Fahrzeuge hin können. Man sieht es hier schon, rechts steht ein Wohnmobil und jetzt kommen wir hier an diesem abgesetzten Container vorbei und dahinter, da ist schon Taxen-Theo mit seinem Wohnmobil. Da werden wir uns dann zugesellen für ein paar Stunden.
Wir fahren hier dann, nachdem wir sie kurz begrüßt haben, noch ein Stückchen hoch. Hinten sieht man ein helles Gebäude. Das gehört zum Hafen dazu. Da ist eine Tankstelle für die Boote und so weiter. Davor ist dann ein Kreisel, so dass wir da drehen können und fahren wieder zurück. Hier haben wir einen Blick entlang des Strandes. Ganz hinten im Hintergrund liegt schon Palamos. Und hier am Strand sieht man die Hochhäuser von Playa de Haro. Es handelt sich dabei zumeist um Hotels. Hier packen wir unsere Fahrräder aus. Wir wollen dann einkaufen fahren und Theo hat in der Zwischenzeit unsere Wohnmobile eingegraben. Nach dem Freischaufeln verlassen wir dann langsam den Strandbereich, um für die Nacht einen Parkplatz aufzusuchen. Angedacht von uns ist dabei der Parkstreifen in Höhe des Campingplatzes. Da sind Straße und Parkstreifen breit genug, so dass man da keinen stört, wenn man dort mal eine Nacht zubringt. Wir müssen also vom Strand weg, fahren jetzt wieder durch dieses kleine Pinienwäldchen direkt an dem Campingplatz Val d'Or vorbei. Auf diesem Campingplatz hier unter diesem Baum sozusagen haben wir ja im Frühjahr gestanden und 10 Tage verbracht. Da fahren wir jetzt also dran vorbei und direkt hinter der Campingplatzzufahrt gibt es einen Parkstreifen. Wie gesagt, der ist breit genug, da stören wir auch keinen. Da haben wir uns dann hingestellt. Wir kommen jetzt gleich an die Stelle. Theo war schon vorher vom Strand weggefahren, der stand da auch. Da uns klar war, dass wir im Ort weiter keinen Platz finden. So, man erkennt es, ist absolut nutzbar, um da mal eine Nacht zuzubringen. Polizei ist auch zwei- oder dreimal, als wir im Wohnmobil waren, vorbeigekommen. Es hat also keinen interessiert. Hier ein Blick auf den Hafen aus unserem Wohnmobil heraus. Da noch ein paar Impressionen. Wir sind am Hafen, wie gesagt, von De Haro. Wir waren dann auch im Ort, haben uns das gut gehen lassen, sind auch noch mal essen gewesen in der Gaststätte Don Quixote. Hier ein Rundblick, das ist jetzt Ende Oktober und doch noch, wie man sehen konnte, verhältnismäßig viel Betrieb für den nordspanischen Bereich. Ja, jetzt waren wir essen und möchten uns mit diesem Bild jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es war weiter informativ für euch und dass wir uns später wiedersehen. Bis dahin wieder, tschüss.